Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Was? Okay, ich muss vielleicht ein bisschen was erklären. Natürlich war ich im Laufe meiner mittlerweile fast 15 Jahre andauernden Filmkritikerkarriere schon das ein oder andere Mal verwirrt, war ratlos oder habe Dinge einfach nicht verstanden. Aber bis jetzt hatten diese Dinge alle eines gemeinsam. Es ist passiert während bzw. nachdem ich einen Film gesehen habe. Noch nie hat sich eine derartige Verwirrung bei mir eingestellt, noch bevor die Disc überhaupt im Player war. Und der Grund dafür steht hier auf dem Backcover von Der Mann aus Virginia, denn Der Mann aus Virginia heißt California. Und California ist sogar noch sein Spitzname. In Wirklichkeit heißt er Michael Random. Also Der Mann aus Virginia heißt Michael California Random. Ganz ehrlich, Michael Random heißen, das ist doch ähnlich so, wie wenn man in Deutschland wohnt und reiner Zufall heißt. Beziehungsweise man glauben könnte, die Filmemacher haben den Namen aus dem Zufallsgenerator geklaut. Außerdem stelle ich mir irgendwie so dieses Pitch-Meeting interessant vor, wenn sich die Drehbuchautoren besprochen haben. Oder einer sagt, how do I name this character? Just use a random word. I like that. What? What? Und dann ist es passiert. Außerdem, der Mann heißt California, obwohl er aus Virginia kommt. Das ist ungefähr so, wie wenn der Anton aus Tirol in Salzburg wohnt. Und... okay, DJ Ötzi wohnt tatsächlich in Salzburg. Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Mein Gott, das sind zumindest Bundesländer in Österreich, die ansatzweise benachbart sind. California und Virginia in Amerika sind 4260 Kilometer Luftlinie entfernt. Das entspricht 39 Stunden Autofahrt oder für euch neumodernes Volk 234 Stunden auf dem Fahrrad. Und nein, ich habe nicht die Ruhe gegeben, ich habe weiter recherchiert. California ist tatsächlich auch eine Geisterstadt irgendwo in Worth County in West Virginia. Das hätte man definitiv auch einfacher machen können, vor allem, weil die Idee mit dem Mann aus Virginia oder seinem teilweise Spitznamen Virginia ausschließlich in der deutschen Synchronfassung dieses Films entstanden ist. Eigentlich ist er der Mann aus, well, California, so wie übrigens auch der englischsprachige Titel des Films einfach California heißt. Wahrscheinlich haben die Macher der deutschen Synchro bereits in weiser Voraussicht auf den Film California nicht als Westernstadt ernst genommen oder man hat das deutsche Publikum für zu doof gehalten und quasi den sonnigen Staat Kalifornien mit einer Westernhandlung in Verbindung zu bringen und wollte das Ganze halt mehr in das Territorium von Virginia, Arizona, Texas oder halt quasi dem typischen amerikanischen Westerndorf bringen. Denn eines darf man natürlich auch nicht vergessen, Ende der 70er Jahre, als der Mann aus Virginia aus Kalifornien dann ausgebrochen ist, war nicht mehr unbedingt die hohe Zeit des Western. Irgendwie finde ich das auch wahnsinnig interessant, was auch im Booklet von diesem Film angesprochen wird, dass es immer bei jedem Filmgenre am Ende des quasi Lebenszyklus einen großen Einfluss gibt, der dann das gesamte Genre prägt, ganz eindeutig. Beim Eastern- und Kung-Fu-Film waren das dann die Filme von Jackie Chan, die einfach die klassischen Martial Arts und Kung-Fu-Filme verdrängt haben und einerseits noch viel mehr Akrobatik, andererseits aber dann auch noch viel mehr Humor reingebracht haben. Beim Western war das natürlich das Aufkommen der großartigen Bud Spencer und Terence Hill, die ebenfalls das Genre mit mehr Humor aufgemischt haben. Und deswegen sind die Spätwestern, die dann Ende der 70er Jahre trotzdem noch, sagen wir mal, in größerer Menge produziert wurden und wo das Genre dann erst in den 80er Jahren wirklich ganz drastisch zurückgefahren wurde, irgendwie auf ihre eigene Art anders und besonders. So sind die Filme dann gerne mal ganz besonders hart und ganz besonders explizit. Und auch bei Der Mann aus Virginia gibt es die ein oder andere Szene, vor allem die eine Szene, wo dem einen in die Backe geschossen wird. Und ich weiß, es ist mehr oder weniger ein Paintball-Blutkleckser, aber das Ganze einfach so ohne Schnitt, ohne Special Effect quasi, so unvermittelt reingeballert zu bekommen, das wirkte schon wirklich hart. Und generell ist Der Mann aus Virginia ein Film, der zwar im Gegensatz zur ersten Nummer der großartigen Western aller Arabien
Theaterreihe zu Die Grausamen jetzt keine frische Entdeckung ist und keine digitale deutsche Heimkino-Premiere, kein großer Klassiker, den es noch nie als physisches Heimkinomedium gegeben hat, denn Der Mann aus Virginia wurde von Koch Media bereits in der zweiten Ausgabe der Italo-Western-Enzyklopädie im Mai 2013 auf DVD veröffentlicht. Aber trotzdem handelt es sich jetzt bei diesem Release um die High-Definition-Blu-ray-Premiere und der Film ist einerseits wirklich interessant zum Anschauen, vor allem, weil irgendwie die beiden Hälften des Films auch so grundverschieden sind. Am Anfang des Films hat man eben eine wirklich wilde, dreckige Atmosphäre mit diesem ganzen Regen, dem Gatsch und dem Schlamm, der übrigens nicht unbedingt vorgesehen war. Es hat halt einfach geregnet und es war der Boden einfach gatschig und die Filmproduktionsfirma sah sich aber trotzdem gezwungen, den Film zu drehen, weil sie einfach nicht mehr Geld hatten und nicht mehr weiter verschieben konnten. Aber natürlich hat dann dieser ganze Schlamm und dieser ganze Dreck etliche Verzögerungen beim Dreh heraufbeschworen, weswegen man dann gegen Ende des Films, als man die zweite Hälfte gedreht hat, eigentlich so gut wie gar kein Geld mehr hatte, was dann auch der Grund war, wieso die zweite Hälfte des Films wesentlich weniger optisch imposant ausschaut. Das hatten die Schauspieler bei Western, glaube ich, öfter, oder? Imposant. Rest in peace, Martin Perscheid. Aber da sieht dann der Film wirklich aus wie ein ganz einfach billig heruntergekurbelter Italo-Western. Was finde ich aber auch irgendwie interessant ist, weil das ein bisschen auch symbolisiert, wie Michael California Random in der zweiten Hälfte des Films auch emotional relativ absackt aufgrund von diesem einen, übrigens für mich wirklich überraschenden Twist in der Mitte des Films, der dann eben die zweite Hälfte noch etwas melancholischer, melodramatischer wirken hat lassen und eigentlich aus dem einen Charakter, dessen Aufgabe nichts anderes ist, als Kopfgeld einzutreiben und wir wissen ja normalerweise alle, was das bedeutet, wenn es heißt tot oder lebendig, da hat uns lediglich das Spiel Mercenaries ein bisschen reingewürgt, weil da gab es eine eigene Trophäe, wenn man da seinen Instinkten nicht freien Lauf lässt. Aber er macht natürlich die einfachste Option und dabei trifft er auf einige interessante Charaktere, insbesondere wenn dann eben in der zweiten Hälfte des Films dann auch der großartige Raimund Hamsdorf auftritt, der natürlich zur damaligen Zeit auch schon für einige andere Western und vor allem Italo-Western-Rollen bekannt war, der außerdem auch in dem Film, was, warum die UFOs unseren Salat klauen? Ja, vielleicht wollen sie mit dem Salat dann in den Wald gehen, was Essbares anlocken. Ich weiß es nicht. Aber der zum Beispiel auch in dem Film Blutiger Freitag gespielt hat, der dann von Subkultur absolut großartig für die Blu-ray in der Edition Deutsche Vita aufbereitet wurde. Er ist definitiv ein absolut genialer Gegenspieler für Hauptdarsteller Giuliano Gemma, der übrigens dem Michael California Random absolut großartig spielt, immer auch natürlich in für sich eine der späteren und letzteren Italo-Western-Rollen, aber ich denke mir, als ich muss keinem Italo-Western-Fan erklären, wer Giuliano Gemma ist, auf jeden Fall einer der besten charismatischen und natürlich auch umtriebigsten Schauspieler aus diesem Genre und aus dieser Sparte, der eben in den 60er und 70er Jahren etliche Genreproduktionen gedreht hat. Aber vielleicht wollen wir uns an der Stelle noch einmal ganz kurz auf die Leute hinter der Kamera konzentrieren. Da haben wir nämlich beispielsweise Michele Lupo, der nämlich nach diesem Film, wo wir gerade vorher die Kehrtwende bedingt durch Bud Spencer und Terence Hill angesprochen haben, tatsächlich ausschließlich mit Bud Spencer gedreht hat. Und nach Der Mann aus Virginia kamen, sie nannten ihn Mücke, der große mit seinem außerirdischen Kleinen, Buddy haut den Lukas, eine Faust geht nach Westen und der Bomber, bis er dann 1982, 7 Jahre vor seinem viel zu frühen Tod im Alter von 56, seine Filmkarriere an den Nagel gehängt hat. Aber er hat natürlich früher auch einige interessante Filme gedreht, wie zum Beispiel Arizona Cold, wo auch Giuliano Gemma schon zu sehen war drin. Aber der Titel, der mir da wieder mal in seiner Biografie am meisten entgegenflutscht, ist Braddock, 3 Unzen Blei zum 5 Uhr Tee. Das ist wieder so eine wundervolle Italo-Western-Titel-Erfindung, wo man dann zum Beispiel auch sagen kann, noch warm und schon Sand drauf oder leck Staub von meinem Colt. Aber geschrieben wurde der Film übrigens unter anderem von Roberto Leoni, der zum Beispiel auch das Drehbuch von Santa Sangre geschrieben hat, beziehungsweise den Film Ein achtbarer Mann, der dann mit Kirk Douglas in der Hauptrolle verfilmt wurde. Außerdem hat er den von Cinestrange veröffentlichten American Rickshaw geschrieben und noch
Einige andere bekannte Titel, wie zum Beispiel Rocket Final Executioner oder andere Titel, die wir definitiv auch in Mediabooks in unserer Sammlung haben. Nico Ducci ist ein weiterer Autor von dem Film, der zum Beispiel Bewaffnet und Gefährlich auch noch gespielt hat. Oder Vier Fäuste und ein heißer Ofen, ein Film, der eben quasi mit den Haupt... wie soll man sagen, Bud Spencer und Terence Hill Imitatoren, Michael Coby und Paul Smith gedreht wurde. Dann bekommen wir weitere Schauspielhilfe, unter anderem von William Berger in einer größeren Rolle. Der hat zum Beispiel in Keoma gespielt, der war der King Minos in Hercules oder hat auch in Monster Shark gespielt, den ich eigentlich auch ganz drollig fand. Wir sehen Miguel Bosé, der auch in einigen bekannten Rollen aufgetaucht ist, wie zum Beispiel als Mark in dem Film Suspiria von Dario Argento. Und wo wir gerade bei genrefremden Produktionen sind, auch Chris Avram hat in einem bekannten Horrorstreifen mitgespielt, nämlich in Bay of Blood von Mario Bava. Wir sehen Melissa Longo, die unter anderem als, okay, Italian Beauty, wahrscheinlich keine tragende Rolle, aber in Bruce Lees, die Todeskralle schlägt zurück, zu sehen war und die sogar als Amazonenkönigin Akela in einem meiner absoluten Lieblingsfilme Supermänner gegen Amazonen aufgetaucht ist. Romano Puppo hat beispielsweise in den vor allem späteren Zügen seiner Karriere, und er hat ja bei fast 100 Filmproduktionen mitgespielt, ganz besonders das Bahnhofskino bedient, als Neil Corey in Robo Man, als Vater in The Rifts 2 und so vielen anderen wundervollen Filmen wie Ghoulies 2, Die fliegenden Teufel, Der Tag der Kobra, Das Syndikat des Grauens von Lucio Fulci und natürlich einigen anderen kleineren Filmen, aber auch wirklich schön viel Trash, der mich dann unterhalten hat. Die Filmmusik stammt von Gianni Ferrio, der bei insgesamt 130 Filmen für die Filmmusik zuständig war, wobei mir da jetzt kein Titel so ganz besonders direkt aufgefallen ist. Einige flotte Teens-Filme natürlich auch einige klassische Italo-Western-Titel und einige Filme, die einfach auch nie bei uns erschienen sind. Aber seine Lieder haben sogar in den Soundtrack von Inglourious Basterds von Quentin Tarantino beziehungsweise die deutsche Hitler-Komödie Er ist wieder da geschafft. Und die Kamera wurde geführt von Alejandro Ulloa, der... holy shit, 120 Filme hinter der Kamera begleitet hat und dabei einige absolut großartige Titel gedreht hat, beispielsweise der Horror Express oder The Executor, der Vollstrecker. Mir fallen auch noch einige andere Filme auf in seiner Filmografie, die wir definitiv alle gesehen haben. Jetzt habe ich mich kurz verlesen bei Manaus, die Sklaventreiber vom Amazonas und dachte kurz an Manos, The Hands of Fate. Aber natürlich bei Zwiebel Jack räumt auf, war er hinter... der Kamera, lasst uns töten, Companeros, töte alle und kehr allein zurück. Rocco, der Mann mit den zwei Gesichtern, das Geheimnis des Dr. Z im Netz der goldenen Spinne, Soraya, Sklavin des Orients und so weiter und so fort. Da sind wirklich auch einige bekannte Titel dabei. Und man muss sagen, auch wenn ich mitbekommen habe, dass sich auf Facebook einige Leute ein bisschen darüber beschwert haben, dass jetzt eben nach Die Grausamen nicht eine weitere Western-Neuentdeckung die Nummer 2 in der brandneuen Reihe Western alla Rabiata von Kochfilms bekleidet, bin ich persönlich nicht unglücklich drüber, denn ich habe den Mann aus Virginia eben vor diesem Release noch nicht gesehen, weil ich persönlich halt eben relativer Spätzünder im Bereich der Italo-Western bin und für mich ist es deswegen durchaus etwas Neues und Interessantes. Vor allem finde ich es einfach cool, wenn eine Reihe jetzt nicht wieder Ewigkeiten auf ihren zweiten Eintrag warten soll, sondern dass Kochfilms den zweiten Teil eigentlich schon kurze Zeit nach dem ersten Teil nachlegt und deswegen freue ich mich drauf, mit euch in der heutigen Ausgabe von Playzockers Blu-ray Check über den am 7.7. erscheinenden zweiten Teil aus der Western alla Rabiata Reihe zu sprechen, der mir von Kochfilms bereits jetzt zur Verfügung gestellt wurde und bin gespannt, was wir in dem Set noch alles entdecken werden. Zuallererst ist diese Veröffentlichung der Nummer 2 natürlich auch ein absolut perfekter Anlass, um noch einmal über das Template der Western alla Rabiata Reihe zu sprechen. Natürlich haben wir uns das grundlegende Boxdesign bereits in unserem Review von Die Grausamen näher angeschaut, aber ich finde, dass man eben die grundsätzliche Aufmachung und natürlich die Elemente der Einheitlichkeit einer Reihe erst dann wirklich erkennen und identifizieren kann, wenn man zwei davon neben sich hat. Und deswegen schauen wir jetzt einmal gleich vergleichen auf die beiden Titel. Was ich nämlich zum Beispiel anfangs noch nicht einschätzen konnte, ist, wie
Kochfilms mit den Rahmen und diesem Design auf dem Frontcover umgehen wird, denn da gab es ja grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Entweder man belasst die bläuliche Farbe und ändert halt eben immer das Muster von diesem Vieleck, oder man lässt das Vieleck gleich und ändert die Hintergrundfarbe, um jeden einzelnen Titel so ein bisschen ein Identifikationsmerkmal zu geben. Und ganz offensichtlich hat sich Kochfilms hier für die zweite Option entschieden, was meiner Meinung nach jetzt aber auch rückblickend betrachtet sicherlich die bessere Idee war, weil man dadurch natürlich auch dieses gesamte Boxdesign ein bisschen mehr an die Farbgebung und an den Look des Frontcover Artworks anpassen kann. Hier hat man bei der Man of Virginia beispielsweise auf das alte deutsche Kinoplakatmotiv aus dem Jahr 1977 zurückgegriffen, und da, finde ich, sind natürlich eben auch ein paar mehr Rottöne enthalten, die dann sehr schön zu diesem Hintergrund passen, wohingegen bei den Grausamen eher mehr bläuliche Farbtöne war, weswegen das als Hintergrund sehr gut gepasst hat. Wir können dann an der Stelle auch wieder sehen, dass wir hier, spiel mir das Lied von Kalifornien. Auch interessant. Als kleine Tiger auf der oberen Seite ebenfalls eben in Rot haben, dann auch der Spine genauso gestaltet ist wie bei der anderen Box mit dem partiellen Glanzlack auf dem Filmtitel und natürlich auch hier auf dem Spine dann der Hinweis auf die Reihe in der Farbe wie das Frontcover Artwork und dass natürlich auch das Backcover grundsätzlich im selben Stil gehalten ist, was eben diese Rahmen, diese Kästchen und diese grundsätzliche Aufbereitung betrifft. Aber kommen wir jetzt einmal im Speziellen zurück zu der Mann aus Virginia. Also komme ich wirklich durcheinander. Und wir sehen, dass das Frontcover-Artwork natürlich dieses Mal auch wieder, wie bereits beim ersten Teil, komplett mit dem partiellen Glanzlack veredelt wurde. Dabei finde ich das nämlich sehr genial, dass man eben sogar Giuliano Gemmas Hut bzw. das S von Aus Virginia, die hier aus diesem Motiv ausbrechen, ebenfalls noch mit dem weiteren Ausläufer natürlich auch partiell lackiert hat, so dass dieses Motiv, finde ich, hier auch sehr schön erhaben erscheint, dass dieses Motiv eben auch etwas intensivere und kräftigere Farben bietet und dass wir diesen Rahmen und diesen ganzen Hintergrund eigentlich, wie auch bei der Collector's Edition von Nameless, sehr schön in den Hintergrund übergehen sehen. Schön finde ich übrigens auch, wenn wir uns ganz genau das alte deutsche Kinoplakatmotiv anschauen, dann sehen wir, dass dort, und wir sehen das Plakat später, ihr müsst das nicht googeln, dass dort ein quasi Sonnenuntergangsmotiv unterhalb von den beiden Charakteren ist und man sich hier darauf konzentriert hat, dass man eben diesen Hintergrund dann ausgefüllt hat und eben diesen Farbverlauf hier weitergeführt hat, eben bei Raimund Hansdorffs Hut. Auf der rechten Seite ist das jetzt hier neu bei diesem Design, was dann natürlich sehr gut dazu passt, weil sonst würde dieses Motiv irgendwie, finde ich, nicht ganz bündig abschließen. Wir schauen jetzt dann einmal auf das Backcover. Da gibt es einerseits die Inhaltsangabe zum Film, weitere Details zu diesem Release und dann die Infos rund ums Bonusmaterial. Da gibt es in diesem Fall ein circa 30 Minuten langes Interview mit dem Drehbuchautor Roberto Leoni beziehungsweise ein 8-minütiges Interview mit dem Filmhistoriker Historiker Fabio Melelli. Beides übrigens relativ interessante Featurettes, ganz besonders eben das mit Leoni, der eine Menge an Informationen eben über dieses Drehbuch im Speziellen beziehungsweise natürlich auch Italo-Western allgemeiner bietet. Aber was man der Vollständigkeit halber an dieser Stelle natürlich auch dazu sagen muss, ist, dass diese beiden Specials allesamt in Standard Definition sind und nicht für diesen Blu-ray-Release hergestellt wurden. Dabei handelt es sich einfach eins zu eins um das Bonusmaterial der alten deutschen DVD-Auswertung. Neue Extras hat Kochfilms für diesen Release nicht produziert. Dafür bekommen wir auf dem Backcover eben neben den technischen Details zur DVD und zur Blu-ray dann hier auch noch ein Bild aus der wahrscheinlich skurrilsten Froschjagd-Szene aus diesem Film, die natürlich eben farblich, das natürlich farblich mit diesem Sepia-Look genauso angepasst und etwas dezent akzentuiert wurde, wie eben auch schon das Backcover-Artwork beim ersten Teil. Schauen wir jetzt einmal in diese immer noch quadratische Verpackung hinein, wo wir, finde ich, sehr schön auch mit diesem Verrutschschutz hier oben, dass die einzelnen Goodies von innerhalb der Box bekommen. Da gibt es nämlich einerseits ein Booklet, bei dem die erste Hälfte des Texts von Marco Koch geschrieben wurde und die zweite Hälfte
dann von Lars Johansen beigesteuert wurde. Und dabei mag ich das im Text von Koch ganz besonders auf eben die wirklich interessante Geschichte des Italo-Westerns, insbesondere eben zur damaligen Zeit eingegangen wird. Und mir immer wieder durch die Lektüre von solchen Booklets eben gerade die Zusammenhänge, warum welche Filme zu welcher Zeit produziert wurden oder nicht mehr produziert werden, wurden erst dann eben klar werden, wenn ich diese ganzen Einordnungen und diese ganzen Informationen bekomme. Das hat Marco hier, finde ich, in diesem Booklet absolut fantastisch geschrieben und zusammengefasst. Und natürlich auch der zweite Teil von Lars Johansen ist ein paar Seiten kürzer, konzentriert sich in erster Linie auf Leute vor oder hinter der Kamera, insbesondere eben den Kameramann Ulloa bzw. den Hauptdarsteller Giuliano Gemma, liefert aber auch sonst, abgesehen davon, einige wirklich interessante Informationen. Schauen wir jetzt dann gemeinsam ganz kurz auf die letzte Doppelseite von diesem Booklet. Da sehen wir eben vier Kinoplakatmotive, wobei eben hier drei aus Deutschland und eines aus Belgien sind. Und wir können eben an der Stelle noch einmal das originaldeutsche Einserplakat mit dem Außencover auf der Box vergleichen und sehen eben das, was ich vorher gemeint habe, eben mit der Art, wie man hier ein bisschen den Farbbereich in der Nähe von Raimund Hansdorff verändert hat und aufbereitet hat. Cool finde ich irgendwie, dass man zwar den Titelschriftzug ganz offensichtlich vom zweiten Plakat übernommen hat, dafür dann aber eben den Hinweis auf den Regisseur an diese Schriftart angepasst hat und eben die Namen von den beiden Hauptdarstellern eigentlich auch eher vom Einser oder in Wirklichkeit auch Dreierplakat, wenn man es genau nimmt, stammen. Da hat sich Koch wirklich wieder einmal the best of both worlds genommen, um dieses Frontcover-Artwork schön zu inszenieren. Apropos schönes Artwork, wir können an der Stelle natürlich auf das nächste Ding blicken. Da bekommen wir, wie bereits bei der ersten Veröffentlichung aus der Reihe, auch dieses Mal wieder ein Poster. Dabei handelt es sich um das italienische Originalplakatmotiv eben zu California. Das ist übrigens, wenn man dem Eintrag in der IMDb-Verzeihung traut, auch als eingedeutschte Version gibt, wo dann tatsächlich einfach direkt untereinander steht: California, der Mann aus Virginia. Dazu finde ich aber eben, dass hier die einzelnen Charaktere und Elemente auf diesem Plakatmotiv absolut wunderschön gezeichnet sind, dass man eben diesen typischen Zeichenstil der damaligen italienischen Plakatmotive auch bei der Größe von diesem Plakat natürlich ganz besonders schön heraussehen kann. Es ist nicht ganz A3-Format, würde ich in dem Fall sagen, aber so ähnlich, ein bisschen kleiner als A3 ist es. Sieht, finde ich, sehr schön aus. Und last but not least werfen wir natürlich wieder auch in dem Fall einen Blick auf das Digipack. Da bekommen wir, finde ich, auch eine sehr interessant ausgewählte Szene mit diesem Sepia-Touch hier auf der äußeren Seite vom Digipack. Da finde ich wiederum eben sehr schön, dass diese Elemente dann von der Farbe her zum Äußeren der Box ebenfalls passen, dass dann dafür allerdings das Innere vom Digipack eben mit diesem roten Hintergrund wieder an das Frontcover-Artwork angepasst wurde. Dazu gibt es eben hier auf den beiden Discs, auf der DVD und der Blu-ray, zwei verschiedene Motive, die eben auch unterhalb von den Discs auf dem Digipack aufgedruckt sind, so dass, finde ich, das Motiv immer und zu jeder Zeit komplett sichtbar ist, egal ob die Discs jetzt eingelegt sind oder nicht. Das ist irgendwie eine Spielerei, die mir persönlich optisch einfach extrem gut gefällt und die ich persönlich nicht oft genug sehen kann. Aber grundsätzlich ist diese Veröffentlichung aus der Western Al-Arabiata-Reihe meiner Meinung nach optisch und von der Aufmachung her wieder sehr schön, und es ist eigentlich fast überraschend, wie schnell sich bei mir der Gewöhnungseffekt ob dieses doch sehr ungewöhnlichen Formats eingestellt hat, weil irgendwie finde ich, die zwei Dinge schauen nebeneinander eigentlich wirklich cool aus. Aber eine weitere wichtige Frage hier im Blu-ray-Check of Playzocker Reviews ist natürlich die, ob auch der deutsche High-Definition-Transfer cool ausschaut. Wie Koch auf Nachfrage bestätigt hat, handelt es sich bei dem neuen Blu-ray-Master um ein HD-Material, das ihnen vom Lizenzinhaber bzw. Produzenten des Films zur Verfügung gestellt wurde. Nicht etwa um einen brandneuen 4K-Blabla-Scan. Aber was das jetzt dann am Ende des Tages bedeutet, das schauen wir uns gleich an. Wie üblich habe ich für das nächste Segment von diesem Video einige Screenshots aus dem deutschen HD-Transfer direkt mitgebracht, möchte allerdings wie üblich darauf hinweisen, dass ich die Bilder in der jetzt folgenden Slideshow zwar eben alle selber gemacht und nicht irgendwie bearbeitet oder verfremdet habe, dass ich die Bilder aber natürlich trotzdem abspeichern, ins Video einfügen, dieses dann rendern und auf YouTube hochladen musste, weswegen die Bildqualität der Screenshots in der jetzt folgenden Slideshow nicht mehr 1:1 mit der tatsächlichen Blu-ray-Bildqualität übereinstimmen kann.
Insgesamt bietet uns der Mann aus Virginia oder California, je nachdem halt, definitiv eine zufriedenstellende Bildqualität. Man darf ja auch nicht vergessen, dass der Film im Jahr 1977 gedreht wurde und damit jetzt im Jahr 2022 zu seinem 45. Geburtstag hierzulande als Blu-ray-Premiere ausgewertet wird. Aber was man sehr wohl auch auf diesen Screenshots, glaube ich, jetzt hier recht deutlich erkennen kann, ist, dass die Schärfe und die Detailzeichnung zwar gut ist, aber eben nicht dermaßen faszinierend, wie wir es eben beispielsweise zuletzt bei den Grausamen gesehen haben, weswegen das Bild dann insbesondere eben über große Betrachtungsflächen auch gerne ein kleines bisschen weicher aussehen kann. Ganz besonders bei den vielen feineren Strukturen in dem Film ist das mehr als nur offensichtlich, wenn man eben zum Beispiel bei den im Wald spielenden Sequenzen genau in dieses Blattdickicht oder eben zu diesen Gräsern in der anderen Szene schaut, dann merkt man natürlich, dass die hier dann doch, sagen wir mal, teilweise recht deutlich ineinander übergehen und hier die Abgrenzung eben nicht ganz so drastisch und deutlich ist, wie sie das bei einem wirklich aktuellen, modernen und mit allen modernen Stücken der Kunst abgetasteten 4K-Ding sein hätten können. Grundsätzlich ist das Bild aber trotzdem die meiste Zeit über von der Schärfe her, finde ich, sehr angenehm ausgefallen. Auch wenn das Bild, finde ich, vielleicht insbesondere auch durch seine Nachbearbeitung, weil die Grain-Struktur wirkt schon auch so, als hätte man da mittels Digital Noise Reduction ein bisschen drauf eingewirkt. Etwas flach. Außerdem fällt mir, finde ich, ganz besonders beim Himmel im Hintergrund eben auf, dass da noch einige dynamischere Farbnuancen durchaus möglich gewesen wären. Und der Kontrast ist teilweise, aber das ist halt eben etwas, das bei italienischen Filmen etwas öfter auftritt, manchmal etwas steil, so dass eben ganz besonders hellere Bildbereiche, wie eben zum Beispiel in dem einen Screenshot wirklich sehr offensichtlich der Himmel vor Giuliano Gemmas Gesicht, deutlich überstrahlen. Aber man darf an der Stelle nicht vergessen, dass Alejandro Ulloa auch der Kameramann war, der im selben Jahr wie er Executor, der Vollstrecker gedreht hat, auch Lucio Fulcis The Conquest gedreht hat, wo diese Überstrahlungen und das extrem weiche Bild ja auch wirklich bewusst und absichtlich eingesetzt wurde, um zu vertuschen, dass man sich keine Special Effects leisten konnte. Ups. So bekommen wir, finde ich, bei der Man aus Virginia jetzt grundsätzlich ein durchschnittliches bis überdurchschnittliches Bild, bei dem die erdigen, sandigen Farben eines Western eigentlich ganz gut zur Geltung kommen, bei dem andere Szenen, vor allem Indoor-Sequenzen, auch etwas mehr Farbbrillanz bieten können, aber wo man sowohl von der Detailzeichnung als auch eben von der Farbbrillanz her vielleicht im Jahr 2022 mit einer modernen, wirklich neuen Abtastung auf Basis von einem 4K-Scan vom Originalmaterial sicher noch mehr rausholen könnte. Koch hat hingegen aus dem Master das wahrscheinlich Bestmögliche gemacht. Sie haben dem 100 Minuten langen Film 30,8 GB auf der Blu-ray-Disc zur Verfügung gestellt, weswegen es natürlich keine wie immer gearteten Kompressionsspuren, Artefakte, Bending, Blockbildungen, sonst irgendetwas gibt, die einem beim normalen Anschauen des Films irgendwie deutlich oder gar störend auffallen. Insgesamt finde ich, kann man mit der Bildqualität von Der Mann aus Virginia zufrieden sein, auch wenn man sagen muss, dass man nicht begeistert davon sein wird, wie man es eben zum Beispiel bei den Grausamen war. Und ich bin immer noch verwirrt. Ganz im Ernst, nach einem 30-minütigen Blu-ray-Check hätte ich mir zumindest erwartet, dass ich diese anfangs gestellte Frage mit dem Mann aus Virginia / California irgendwie zufriedenstellend beantworten kann. Aber nein, das dürfte einfach irgendeine Art Gedankenexperiment von den deutschen Titel- und Übersetzungskünstlern gewesen sein, ohne wirklich jetzt irgendwie eine tatsächliche Auswirkung auf den Film zu haben. Falls da irgendjemand von euch vielleicht weitere Informationen hat, ich freue mich, wenn ihr mit in die Kommentare schreibt. Aber was ich definitiv weiß, ist, dass Der Mann von Virginia zwar wahrscheinlich nicht der beste Western ist, den Giuliano Gemma jemals gedreht hat, und sicher auch ein Film, den man durchaus anmerken kann, dass der klassische Italo-Western vielleicht über seinen Zenit schon etwas hinaus war, aber es ist durchaus ein Film, der mir jetzt eben bei meiner allerersten Sichtung im Rahmen der Blu-ray-Veröffentlichung in der Western Alla Rabiata-Reihe wirklich gut gefallen hat. Vor allem dieses dreckige, gatschige erste Kapitel, beziehungsweise diesen absoluten Break nach der Hälfte der Filmlaufzeit, hätte ich nicht herbeigesehen. Und außerdem dann zum Schluss natürlich das großartige Duell zwischen Giuliano Gemma und Raimund Harmsdorf. Es passiert in dem Film definitiv genug, dass einem nicht langweilig wird. Der Mann aus Virginia hat mich gut unterhalten. Meiner Meinung nach ist die Bildqualität der Blu-ray
okay. Das Bonusmaterial ist ebenfalls okay, weil damals eben bereits interessante Specials für die deutsche DVD-Premiere produziert wurden. Gibt's jetzt halt leider kein neues zusätzliches Bonusmaterial, aber zumindest wurden die alten von Koch damals exklusiv produzierten Specials auf das High Definition Medium rübergerettet. Und insgesamt ist das, finde ich, eine gute Fortsetzung. Für die Western Al-Arabiata-Reihe, auch wenn es sich dabei nicht um einen Film handelt, der jetzt eine absolute Heimkino-Sensation ist, sondern eben um einen, den man schon vorher auf DVD sehen konnte. Aber ich bin trotzdem der Meinung, dass vor allem im Jahr 2022, wo die Fernseher einfach immer größer werden, man schon immer mehr eigentlich den Bedarf dazu hat, Filme in der möglichst größten Auflösung und möglichst besten Qualität sehen zu können.